Hey Leute, was geht? David von IdleDanish hier. Dies ist hier jetzt ein kleiner Reupload vom Promo-Video, was ich vor einigen Tagen rausgehauen habe. Denn es gibt einige Sachen, die ich noch vergessen habe und noch gerne anhängen will. Zum einen nochmal ganz kurz, um das nochmal anzusprechen, weil die Leute jetzt neu einschalten, die haben davon ja keine Ahnung. Hatte ich mir gedacht, ich mache ein bisschen Werbung für euch, das heißt, ich bekomme ja pro Tag ein paar Klicks. Und ich hätte gedacht, okay, unterstützen wir mal die kleinen YouTuber, da ich es damals hätte auch brauchen können. Und dachte, hey, ich will doch mal nett sein. Darum schickt mir doch mal eure Speedarts an die eingeblendete E-Mail-Adresse, beziehungsweise nochmal in der Videobeschreibung findet ihr alles. Allerdings solltet ihr einige Sachen beachten. Zum einen erstellt ihr beispielsweise mal einen ZIP-Ordner und in den ZIP-Ordner packt ihr die Datei rein, das heißt das fertige, also mit eurem Intro, dann das Video an sich und dann mit dem Outro oder mit Endcard oder was auch immer. Ihr solltet da bitte darauf achten, dass das Video nicht unbedingt über 400 MB groß ist. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, 1 GB hochzuladen, da ich nicht unbedingt eine 100K Leitung habe, sondern etwas weniger. Darum bitte ich, dass es so um die 400 bis also 300 bis 400 MB groß ist. Zum anderen sollte es so sein, dass ihr keine rechtlich geschützten Musikstücke verwendet. Das heißt, entweder ihr habt die Rechte bei euch oder es ist einfach etwas, was ihr frei benutzen könnt. Und somit kann ich dass ich das monetarisieren kann und ich dadurch keinen Strike bekomme, weil das wäre doof. Dann als nächste Datei solltet ihr ein PNG-Bild bzw. JPG, was auch immer ihr Format haben wollt, was ich als Thumbnail benutzen kann. Also in meinen Videos, wenn ich Speedarts mache, habe ich meistens über das Endprodukt als Thumbnail. Und das könnt ihr natürlich auch haben. Darum schickt mir einfach mal das Bild. Am besten, ich hab's immer im 1080p, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das wäre die andere Datei, die ihr drin haben solltet. Dann solltet ihr noch eine haben, zum Beispiel eine Textdatei, wo ihr zum einen den Namen reinschreibt des Videos. Also könnte ja sein, dass ihr irgendeinen abstrakten Namen habt für euer Speedart. Und da schreibt ihr dann rein, das verwende ich dann oben als Titel. Dann solltet ihr auf jeden Fall euren YouTube-Namen unten so stehen haben, somit ich euch dann verlinken kann. Und zu guter Letzt solltet ihr noch, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, irgendeinen Text reinschreiben, was ich noch unten eventuell reinschreiben kann. Beziehungsweise irgendeine Notiz an mich, falls ihr irgendwelche Sonderwünsche habt. Das erstmal dazu. Dann schickt mir das, wie gesagt, wenn ihr den ZIP-Ordner habt, ladet das irgendwo auf Mediafire oder irgendeine andere Cloud und schickt mir das an die E-Mail-Adresse. Ich werde es dann downloaden und dann so bald wie möglich werde ich das dann auf meinen Hauptkanal iDesignish hochladen und euch somit verlinken. Und somit haben wir alle Spaß dran. Als nächsten Punkt hatte ich mir mal gedacht, ich habe einen zweiten Kanal. Und zwar auf diesem zweiten Kanal habe ich eigentlich nur Intros. Das heißt, ich mache ja beruflich auch Designs für andere Leute. Und wenn ich diese gemacht habe, dann frage ich ganz höflich, ob ich denn das Intro auf meinen zweiten Kanal hochladen darf. Meistens sagen die Leute ja. Und dann werde ich das alles so machen, wenn es mir halt gut gefällt, dann werde ich es auf meinen Kanal hochladen, auf den zweiten Kanal hier. Allerdings hat dieser Kanal erst 45 Abos und ich dachte mir, dass man das so ein bisschen mit Promo verknüpfen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise für einen Kunden, also für euch sage ich mal, ein Intro erstelle, dann kann ich das gleich auf diesen Kanal hochladen und dann habt ihr auch Promo, somit dass Zuschauer zu euch kommen. Allerdings mit meinen momentanen Aufrufen bzw. meinen Zuschauern ist es leider etwas
schwach. Daher wäre es echt cool, das wäre so eine kleine Win-Win-Situation, wenn ihr einfach mal auf meinen Kanal gehen würdet und mal ein Abo dalassen würdet, beziehungsweise öfter mal meine Videos vorbeischauen würdet und mal könnt ihr mal angucken. Und somit ist es halt auch ein bisschen Promo für euch. So, ich glaube, das war's alles. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, hab wieder Spaß, eine Runde mit den anderen Videos. Allerdings eine Sache noch, und zwar bin ich jetzt am 22.12. im Urlaub, bin ich in Japan und komme am 20.01. komme ich wieder. Ich werde in der Zeit natürlich viele Videos machen, hoffe ich, zumindest dass ich da drüben Zeit haben werde, beziehungsweise generell, dass es mir nicht so peinlich wird, Videos zu machen. Und werde dann im neuen Jahr diese selbstverständlich hochladen auf meinen Kanal. Allerdings wird dann in dieser Zeit keine Videos kommen von mir. Da nur mal so, dass ihr das auf dem Schirm habt. Aber ihr könnt euch freuen, es kommen, denke ich mal, auch Vlogs oder irgendwas anderes. Seid gespannt auf jeden Fall. Und in diesem Sinne sage ich mal eine schöne Weihnachtszeit, weil wir uns nicht mehr sehen. Und ansonsten haut rein, bis dann, ciao.